Hallo ihr Lieben, kleiner Bericht vom Heilfasten. Da ist vielleicht auch eine Botschaft für dich dabei, wenn du noch unentschlossen bist, ob du mal so etwas machen möchtest. Und zwar habe ich gestern einen Aspekt kennengelernt. Achso, warum ich? Ich mache das seit 15 Jahren oder so und in verschiedenen Varianten. Und jetzt nach Jahren, nach der OP, kann ich es wieder und freue mich auch sehr, weil der Effekt davon ist, dass ich sowas von klar im Kopf bin und energiereich, obwohl ich vermeintlich weniger Energie zuführe. Das heißt, ich entsorge ja das System. Deswegen mache ich das überhaupt. Ich mache es nicht, um abzunehmen, das machen ja einige, aber mir geht es echt um Entgiftung und um Reset im System. Also, was ich aber gestern gemerkt habe, vielleicht kennst du ja, ich bin übrigens ja die Anwältin der neuen Zeit, also bei mir gehört ganzheitlich Arbeiten auch dazu, wenn dein Körper nicht so ganz fit ist und da noch mehr Energie rein kann, dann erkläre ich dir gerne oder gebe ich dir gerne ein paar Tipps, wie man das zum Beispiel machen könnte. Und in der Hauptsache, also mindestens 50% von dem, was wir machen sollten, damit es uns besser geht, ist ja, dass wir entlernen, dass wir Sachen lassen, die wir machen, nämlich Gewohnheiten. Da habe ich ja auch so einen kleinen Kurs zum Appetit anregen bei mir auf dem Elopage-Konto, den verlinke ich dir gleich hier unten. Da kannst du mal reinschauen. Es geht nämlich darum, dass du dir einfach bewusst machst, was du so Tag für Tag machst. Und da sind ganz viele Sachen dabei, die dir, die dich nicht weiterbringen, die dir sogar schaden. Und du bist dir dessen gar nicht bewusst, weil es ist jeder kein Speicherplatz mehr. Mache ich nochmal ganz schnell. Also, wenn du jedes Mal, wenn du sowas machst, dann wird der Rucksack, den du hast, voller. Und du kannst dich langsamer bewegen. Also, was gestern passiert ist, ist, dass mir bewusst geworden ist, dass ich aus Gewohnheit esse. Also nicht um eine bestimmte Uhrzeit, sondern oh, ich sitze jetzt hier so und ich mache jetzt das und das, dann mache ich mir mal einen Kaffee oder so. Es ist jetzt nicht unbedingt Essen, aber das ist alles das Gleiche. So war das früher mit dem Rauchen. Und so stelle ich fest, ist das jetzt mit dem Essen genauso. Und wenn du in deinem Leben so ein bisschen mehr aufräumen möchtest, nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele, dann gibt es bei mir ab dem Portaltag, den 16. Juni, einen neuen Kurs. Und zwar einen interaktiven, wo ich mit dir agiere. Eine Woche zum Appetit machen und dann schauen wir mal, was danach dabei rauskommt, wenn du daran Spaß hast. Du kannst dich melden bei Anwältin der neuen Zeit.